Herzlich willkommen zurück zur Super Smash Bros. Ultimate. Ja Leute, heute machen wir die Daisy und die Bowser Story. Prinzessin Power, los geht's. Natürlich mit dem besten Daisy Outfit, das einzig wahre hier. Der Peach Run war echt godlike, nicht einmal gefailed. Und ja, wir haben Meisterhand und Crazy Hand auf 9,9 besiegt. Das war so awesome. Mal gucken, ob es jetzt genauso gut abläuft mit Daisy. Wir haben ja keine signifikanten Unterschiede. Ich glaube, die hat eine etwas minimale, kleinere Birdbox. Daisy, aber ansonsten ist da nichts unterschiedlich. Nur visuell halt bei Side B und bei beim Upsmash. Halt auch die ganzen Utensilien und so. Hätte wenigstens andere Utensilien haben können bei F-Smash. Und was ist das hier eigentlich für eine Stage? Ich hasse sie. Yeah! Ist schon tot, lol. Nicht einmal gefloatet, Mann. Brauche ich nicht mal, Mann. Die Gegner so schlecht sind. Okay, jetzt kommt Lucina, jetzt muss ich floaten. Ne, gegen Schwertschaß ist gar nicht so gut. Aber ich mach's trotzdem. Yeah! Alter, warum bin ich so sick mit Peach und Daisy? Holy shit! Alter, der Rape ist real. Okay. Gegen Rosalina und Luma. Prinzessin Power, echt nur gegen die ganzen Bitches hier. Liebe Float ab Air. So ein guter Move, ey. Holy shit. Alter, jetzt. Okay, okay. Ja, die Stage ist ultra wack. Weil hier andere Spielphysik herrscht. Der Schwerkraft. Ich hasse es. Macht die gar nicht, die Stage. Macht doch Down B, Rosalina. Oh, die ist so dumm. Warum macht die nicht Down B? Kann die auch die ganzen Projektile absorbieren, quasi. Damn. Kann nur so schlecht sein. Nein! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Letzte Fair-Treffer ist sie tot. Tot. Was? Oh, die Stage ist so komisch. Bei Omega wäre die auf jeden Fall weg gewesen. Nö. Muss das sein? Ja, muss. Sleep Tight! Warum schläft die nicht? Warum schläft die nicht? Egal, ich bin wieder geheilt. Läuft bei mir. Yes, float fair. Tschüss, Mann. Oh mein Gott, ey. Das war eine schwere Geburt. Ich hasse diese Stage. Gegen Corrin. Wenigstens die Waifu. Warte, ich muss mal kurz richtige Höhe einstellen. So. Das war zu hoch. So groß ist Corrin gar nicht. Ja, ich bin noch nicht da richtig mit vertraut mit Floaten. Das war, glaube ich, eine gute Höhe. Junge! Junge! Alter! Was zum. Oh, mega lul. Macht erstmal New to be, obwohl da eine Bombe liegt. Alles klar. Daisy lackt sich so ein bisschen durch, ey. Oh, nee. Nicht wieder die Mies. Mann, ich tue mich mal so schwer gegen die. Ich camp jetzt hier einfach. Dass ich eine Bombe kriege und pop um. 0,3% Chance, by the way. Mann, das ist so unfair. Die sterben nicht mal früher. Komm schon, ey. Es ist so dumm. Die machen genauso viel Schaden und sterben nicht mal früher. Der einen voll mit einem Upsmash getroffen. Hat halt null Knockback. Bedeutet, die sterben gar nicht früher. So. Ich gebe erstmal her hier mit. Gib erstmal die Heilung her hier. Wenn nur ein ganz kleines bisschen früher, was sie sterben. Und tschüss, Mann. Geh baden. Gott,
Das Isabelle-Outfit. Ich sterbe schon ein bisschen früher, aber komm schon, ey. Dafür, dass es so viele sind, hätten sie es noch einfacher machen können, finde ich. Das ist halt unfair as fuck, ne? Ja, die nehmen. Also, die haben allein doppelt so viel Knockback. Dafür sind es aber auch zu 6, Leute. Toll. Die Hühner machen hier gar nichts. Yes. 69. Float Fair regelt mal wieder. Super nice. Oh nein. Jetzt der Showdown. Wer ist besser? Peach oder Daisy? Beide erstmal rüberziehen. Okay. Okay. Mann, ich will das auch machen, was sie macht. Was meint ihr, was ich die ganze Zeit machen wollte? Float Down Air. Schade. Die geht einfach rein. Kann ich auch. Einfach rein mit Fair. Das war das Richtige ist. So spielt man die eigentlich nicht. Na komm, mach doch deinen Down Air. Boom. Nein! Oh mein Gott. Wie stark dieser Move einfach ist. Junge. Will nicht. Alter, was zum. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Geh in die Explosion. Wie ich die Stage gerade ausnutze. Yes. Läuft heute nicht so. Gerade so geschafft. Der Peach Run war besser. Ich glaube, Daisy ist wirklich schlechter als Peach. Da haben wir den Beweis. Okay. Dann wollen wir mal hier ganz schnell durchspeeden. Ups. Hier mal hoch. To be honest, ne, dieses Daisy-Outfit, das sieht so cool aus. Dieses rote Kleid. Mit dem schwarzen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Anime. Umineko no Nakoku ni. Auch mit den schwarzen Handschuhen, das sieht echt nice aus. Ich mag das Outfit voll. Bam! Und tschüss, Mann! Der ganze Laden fliegt in Luft. Bruder muss los. Und jetzt kommen wieder die beiden. Meisterhand und Crazyhand. Na gut. Mit Peach haben wir es geschafft. Schafft Daisy es auch. Ist auch immer ein bisschen glücksabhängig, ne? Welche Moves sie machen. Ja, die machen direkt ernst hier. Ja, schlimmsten Moves von Meisterhand und Crazyhand. Ja. Direkt übelst viel Damage genommen, Mann. Was ist das denn jetzt? Zum Glück nicht overpowered oder so, ne? Der kann man nicht ausweichen mit einer Rolle! Es ist so dumm. Ne, mit Daisy wird's gar nichts. Guck mal. Der Junge. Tot? Nee, noch nicht. Ich kann nichts machen. Nerven die ganze Zeit. Finger? Ja. Move ist auch nervig. Im Grunde genommen hat mich der Scheiß da unten am Boden gerettet. Dadurch konnte ich gut ausweichen bei anderen Scheiß.
Ah, die wollten wieder das verändern, ne? Scheiß die Wand an, scheiß sie an, die Wand. Jo, halt mich im Laser fest und dann sterbe ich. Oder so ähnlich. Oh nein, nicht die Splatbälle. Alles klar. Zum Glück nicht broken, ne? Sag's ja immer wieder. Zum Glück nicht broken. Okay. Die ist tot. So mit der Crazy Hand. Die ist auch tot. Oh mein Gott, wie habe ich das noch gedeichselt? Was Peach kann, kann Daisy auch. Sehr schön. Puh, 200%. Yikes, irgendwie geschafft, Leute. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Ich habe nicht einmal verkackt, aber trotzdem nur 9,2. Das ist so random, dieser Score. Das ist echt random, Mann. Ich habe nicht einmal verkackt, Mann. Was wollen die? Ja, was auch immer. So, haben wir das. Peach und Daisy, Mario gibt Daumen hoch. Ihr könnt auch schon mal Daumen hoch geben, falls euch dieser Run schon gefallen hat. Und Luigi spannt von unten. Mhm. I see, I see. Demeteros. Den habe ich letztens erst ein bisschen gelevelt. Den Spirit. Klassisch. Okay, jetzt kommt Bowser. Natürlich Super Mario 64 Bowser. Wie heißt die Story? Da werden wir eh gleich sehen. Das wird nochmal gezeigt. Wenn wir die Prinzessin Power abgeschlossen haben, kommt jetzt. Ein Riesenkerl sieht rot. Direkt gegen die Mii-Armee, okay. Bowser kann ich viel besser, fühle ich mich wohl. Daisy und so, Peach. Noch nicht. Eigentlich noch nicht. Junge, diese Mies. Seht ihr, wie lange die überleben? Das war ein Bowser F-Smash. Die müssen viel schneller sterben, finde ich. Wenn das so viele Mies sind. Ach so, das sind jetzt aber nur die vier. Ach so, ich dachte auch sechs. Na, dann ist okay. Alter. Okay. Komm doch her. Trau dich. Tschüss, Mann. Es war ein Bait. Metal Bowser, Metal, Leute. Sehr nice. Jetzt kommt Ken. Ist voll random irgendwie, Bowser Story. Warum Mies und warum Ken und warum generell? Alter, der ist gut. Der spielt richtig gut. Endlich mal ein guter Ken, ey. Holy shit. Hallo? Hallo? Der ist besser als ich. Das ist mit Bowser. Ja, nur wegen Item gewonnen, ey. Okay, gegen Samus. Samenerguss. Komm her. Na, Lava steigt, ich gehe schon mal hier hin. Burn. What the fuck, man, diese Hitbox. Kann ich nicht drauf reagieren auf Let's Get Up. Ich kann es einfach nicht. Oh ja, der magische Krug. Hey. Was zum Interaktion? Was war das? Was war das für komische Interaktion, wenn ich fragen darf? Ja, definitiv nice. War echt ein komisches Game, ne? Magische Kuh hatte zu viel Impact. Nein, nicht die Feuerstarter. Fuego und Klurak. Warum? Bereit?
Riesenglurak. Das ist unfair. Ja, direkt 100%. Alles klar. Und wie soll man das schaffen? Wenn ich fragen darf. Schon mal was zum Fairness gehört? Ich glaube nicht. Hashtag ultra unfair. Ich muss hier einfach random F-Smash machen und hoffen, dass er trifft. Er trifft! What the fuck, man. So spielt man aber nicht Bowser, einfach Smash. Alle anderen Sachen bringen doch nichts hier. What the fuck, was ein Clown-Fiesta. 224%, wie schaffen die es, mich dann noch nicht zu töten, ey. Ohne Witz. Zwei Charaktere, die gut killen können. Und jetzt kommt random einfach nur Diddy Kong. Das sind die ganzen roten Charaktere. Ich glaube, das ist der Sinn dahinter. Aber warum? Warum rot? Was hat Bowser jetzt gegen rot? Du bist doch kein Stier. Ist Bowser doch ein Stier? Das ist gar keine Schildkröte. Jetzt lernen wir wieder Sachen, ey. Dieser scheiß Pilz. Ich hasse ihn. Oh nein! Junge, das hat mich fast getötet, Mann. Hilfe. Junge, wie er parried. Immer genau weiß, was ich mache, weil es ein Bot ist. Keine Chance bei dieser Garbage Stage. Der Pilz ist endlich weg, ey. Ging mir die ganze Zeit schon auf den Sack. Ist er tot? Nein, noch nicht. Jetzt aber, oder? Yes! Huh, bei der Stage kann ich nicht spielen. Gegen Rathalos? Warum? Das ist ein normaler Gegner einfach. Holy shit. Das ist ein fucking normaler Gegner. Das ist noch nicht mal das Finale. Ach du Scheiße, die Bowser-Story ist richtig sick. Ist jetzt dafür leichter? Sehe ich nichts von, auf jeden Fall. Oh man. Das kann ja was werden. Ist ja super toll. Vor allen Dingen noch nicht mal eine Deko-Nuss, die ich irgendwie nutzen könnte. Die ist ja sonst immer da. What the... Ah, doch, jetzt. Das hat aber gedauert, Deko-Nuss. Du bist spät. Sehr spät dran. F-Smash! Und nochmal F-Smash! Down-Smash. Ah, F-Smash macht am meisten. Ja, es läuft aber. Jetzt haben wir die Falle. Wenn er fliegt, können wir ihn vom Himmel holen. Oh, scheiße. Der war jetzt ein bisschen vereinfacht. To be honest. Nein. Oh, doch! Am Schwanz hat sie ihn noch gehittet. Wie geil. Sind wir 2019. Am Schwanz hat sie ihn noch gehittet. Okay. Scheiße. Komm, nimm die Deko-Nuss. Zah! Was? Das muss ich in sein Gesicht, glaube ich, werfen. Da fehlt nicht mehr viel. Wir müssen jetzt all-in gehen, Leute. Einfach all-in gehen. Das bisschen, das kriegen wir jetzt auch noch. Als ob der uns jetzt killen kann. Wir haben erst 56%. Den Boss habe ich mittlerweile gut drauf. Seht ihr? Richtig, richtig kastriert haben wir den Rathalos. Wunderbar. Ja, wir waren dann nochmal der Endboss. Ich meine, ich habe die Story schon mal gespielt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Können wir mal gespannt sein. Los geht's. Smash, run. Sehr schön, dass Bowser relativ mobil ist für seine Größe und für sein Gewicht, ne? Schon ziemlich fix unterwegs. Oh, ich glaube, ich bin tot. Ich komme mit diesem Fast voll nicht klar. Bowser jetzt so ein heftiger Fastfaller ist, es ist echt ein bisschen ungewohnt noch. Passt aber zu ihm, ne? Wenn man so einen schweren Panzer auf dem Rücken hat. Dann war der nicht schon vorher Fastfaller. Du.
Ich komm da nicht rein. Ne, Bowser kommt da nicht rein. Ne. Schade. Mir ist kein Move bekannt, außer vielleicht das Feuer, wo ich da irgendwie das öffnen könnte. Naja, was soll's. Mario ist einfach der Boss. Ah, dann war es Metal Mario. Danach kommt noch Metal Mario. Düpp, düpp, dü, dü, dü. Na, alter Rivale, was geht? Alte Rivale hier. Ja, Metal Mario auf jeden Fall nervig, das weiß ich noch. Na komm, ist das alles, was du zu bieten hast, alter Rivale? Mehr hast du nicht zu bieten? Sag mal, nicht sehr viel. Pschuh! Ja, ich geh mal nicht offstage. Alter, was ist so? Ist einfach point blank. Fair. Schade. Versuch was wert. Und Backflow! Ja, Fahrt zur Hölle, Mann. Und hier kommt er, Metal Mario. Metal, Leute. Mit seinem Track auch noch. Wie geil. Oh mein Gott, man kann ihn nicht mal kombonen. Er ist zu schwer. Er ist zu schwer. Alter, dafür kann ich jetzt sowas machen. Solche komischen Sachen. Ist true bei ihm, weil er so schwer ist. Ah, die Grab Range von Bowser, ne? Die ist so broken. Okay, jetzt die Itemer weg. Scheint nicht mehr true zu sein jetzt. Jetzt eine F-Smash. Oh, da hätte die F-Smash aufladen können. Er denkt auch daran, dass er so dumm recovered. Da geht's hin, mein Freund. Das war satisfying. Sehr schön. Ja, der recovered immer so dumm. Sehr nice. Unglaublich. Zwar nicht gefailed, aber 9,3 nur. So random, ey. Gut, Leute. Das waren diese zwei Stories. Mit Bowser habe ich mich da am Ende ganz gut gehalten, würde ich mal behaupten. Das kann sich sehen lassen. Oh. Was zum Geier, Mann. Wie soll ich das interpretieren? Hi, Mario. Willst du mich für immer verlassen? Ja, ich nehme dich diesmal mit, Mario. Diesmal wirst du sterben. So wie Bowser da guckt, ey. Endergebnis. Captain! Den braucht man ja für die World of Light. Um in die Street Fighter Welt zu kommen. Ich meine, ich hatte ihn ja schon, aber... Just saying. Okay, Leute. Dann gibt es im nächsten Part Ice Climbers und Sheik. Also, dranbleiben, Leute. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.